Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Limbo. Boah, Mann, schon sterbe ich, ey. Das fängt ja richtig gut an. Ich habe gerade das Gefühl, ich muss mich weglachen. Wow. Ah. Oh, Leute, sag mal, hatte ich das nicht schon gemacht? Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt schon weiter. War ich doch eigentlich auch, oder? Bin ich nicht sogar schon viel weiter? Mann! Mann! Das ist der Vorzeigeffekt. Also wenn man es nochmal probiert und es letztes Mal auf Anhieb geklappt hat, dann funktioniert es natürlich nicht mehr beim zweiten Mal, ne? Ist ja klar. Also echt. Oh Mann. Dem springe ich diesmal nicht hinterher. Nö. So. Ich will... Hey Leute, ja, mir ist Limbo gerade abgestürzt. Ziemlich ärgerlich, aber naja, egal. Ich schneide das wahrscheinlich einfach raus aus der Aufnahme. Oh mein Gott, nein. Weg hier. Die Spinne, nicht die Spinne. Ich will nicht die Spinne. Hopp. Ich mag die Spinne nicht. Die krabbelt mir so eklig langsam hinterher. Also, ich meine, im echten Leben habe ich ja nichts gegen Spinnen, solange sie nicht direkt auf mir drauf rumklettern. Aber in diesem Spiel finde ich sie einfach nur gruselig makaber. Wo sie voll lahm ist. Nein, 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 nein. Okay. Okay, Limbo ist aber auch nicht wirklich viel schneller. Also sollte ich mal weiterlaufen. Wow, wow, oh. Gott sei Dank ist sie weg. Wow, nein, nein, ich will nicht von dem Stein jetzt getötet werden. Oh Gott, ist sie gerade das Bein abgeflogen? Ach, ich glaube, hier waren wir letztes Mal schon, oder? Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Naja, ich habe es ja auch letztes Mal schon entdeckt. Gut, dann mal weiter, wenn wir hier schon waren. Ich bin auch schon hier drüber geklettert, glaube ich. Warum hat das Spiel nicht richtig gespeichert? Das speichert doch sonst immer. Seltsam. Falls wir hier noch nicht waren, dann ist es mir irgendwie falsch im Gedächtnis. Kieselstein. Hallo Leute. Ach so. Hallo Spinner. Wie siehst du denn aus? Oh mein Gott. Du armes Vieh. Wow. Ich reiß dir erst trotzdem ein Bein aus. Ja, ich weiß, ich bin fies. Ich finde das auch sehr fies. Das Bein bewegt sich. Irgendwie erinnert mich das an einen behaarten, toten Schädel. Geht. Ich glaube, würde das Spiel jetzt blind sein, dann würde ich die ganze Zeit rumquietschen und mir würde diese Spinne voll leid tun, aber es ist nicht blind und... Momentan gerade tut mir die Spinne leider nicht leid. Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass sie mir nicht leid tut. Hallo? Leben Sie noch dort unten? Hallo? Sieht irgendwie nicht so aus. Irgendwas stimmt mit diesem Wald nicht. Definitiv nicht. Mann, kommt mir das jetzt so bekannt vor, weil ich hier schon war oder weil ich das letztens erst durchgespielt habe? Wahrscheinlich, weil ich das letztens erst durchgespielt habe. Dann Mann tot. Wir sind ja alle intelligent klug, ne? Auf und voran.
Irgendwie ist es mir hier zu ruhig. Schön tote Raupen. Nee. Och nö, noch mehr Leichen. Sag mal Limbo. Hallo? Warum tust du das? Ah nein, Limbo! Nicht du auch noch! Mann, so schnell trinkt man doch gar nicht. Schon komisch genug, dass der Typ gleich tot ist, wenn er ins Wasser fällt. Was ist das eigentlich auf seinem Kopf? Warte mal. Oh, nein, nein, nein. Oh, das war doof. Das war Dummheit. Reine Dummheit. Tut mir leid. Ich wollte nur gucken, ob diese weißen Dinger hier. Das sind doch Raupen, oder? Hat der eine Raupe auf dem Kopf gehabt? Ich meine, das ist ja schon sehr prägnant, dass er ein weißes Teil auf seinem Kopf hat. Was ist eigentlich mit dem Kopf von diesem Typen hier passiert? Wow, ich kann von ihm runterklettern, das sollte ich lieber lassen. So. Also. Irgendwie. Oh, hi. Hallo. So, ich habe den Verdacht, ich sollte lieber nicht auf dieses Seil da unten springen. Was könnte ich denn mal da rein tun? Na, gibt's eigentlich nur eine Sache. Hey, warum wirfst du einen Stein nach mir? Ey, willst du dich mit mir anlegen? Hä? Ja, komm rüber hier. Traust dich ja eh nicht. Also es gibt leider nur eine Sache, die wir nehmen können und verschieben können. Und das ist diese Leiche hier. Ich weiß zwar, dass man in unserer Kultur Leichen eher ehrt, aber ich glaube, das Leben von... Ach ja, wir wollten ihn ja Kevin nennen. Also das Leben von Kevin sollte eigentlich vor dieser Leiche stehen, denke ich mal, weil die Leiche ist ja schon tot. Ruhe in Frieden, rest in pieces. Würde auch passen. Was sind das für Viecher? Okay. Oh. Oh Mann, dieser schöne Lichtstrahl und dann fällt er auch noch auf eine Leiche. Ich finde, das wirkt so ein bisschen, als wäre mit dieser Leiche die Hoffnung gestorben. Ich weiß auch nicht, warum ich das da rein interpretiere, aber ich finde, das wirkt so. Ich berühre lieber mal nicht den Boden. Ja, ich renne hier einfach durch, ja. Okay, ich gebe zu, ich kann es halt. Oh mein Gott, tschüss. Auf mich lasse ich nicht zielen. Oh mein Gott. Irgendwie tun die mir ja schon ein bisschen leid. Was ist hier los? Was soll das alles so? Vor allem, wer sind die ganzen Opfer? Was machen wir alle hier? Ich habe nur mal diese Beschreibung zum Let's Play von Cold Mirror geguckt, also der UFM-Check. Und sie meinte, dass der Limbus ein Kreis ist, der um die Hölle liegt. Also laut Vorstellung
Ich habe darüber mal ein bisschen was über Wikipedia gelesen. Dass da wohl ungetaufte Kinder hinkommen, solche Sachen. Aber dass die, also dass die Kinder zwar unter Entzug von der Sicht Gottes sind, aber halt mit in diesem Limbus noch eine Chance haben, doch irgendwie diesen Segen zu erhalten. Ich habe das Ganze ehrlich gesagt nicht ganz kapiert. Also ich verstehe die Vorstellung davon nicht, weil ich davon noch nie gehört habe. Andererseits frage ich mich auch, ob die Leute hier auch alle Kinder sind. Also nur weil sie alle große Köpfe haben. Ich meine, das könnte auch einfach nur Darstellung sein. Schließlich können das genauso gut Erwachsene sein und man hat einfach gesagt, hey, wir stellen sie jetzt mal mit großen Köpfen dar. Hab schon Pilze auf der Leiche. Okay. Ist das ein Tautropfen? Okay, nein, es ist kein Tautropfen. Hilfe, ich kann nicht mehr lenken. Ah, okay, also so, ich kann jetzt nur noch schneller laufen. Wenn ich den nächsten Nichtschrei berühre, also dann wechselt Kevin, Limbo, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, wieder die Richtung. Ich kann aber nur halt springen oder rennen, aber nicht in eine andere Richtung laufen. Und es ist ja irgendwie schon klar, was wir machen müssen. Ihr habt ja eben diese Viecher gesehen, die eine Raupe verdrückt haben, ne? Also von wegen, was mit dem Wald hier nicht stimmt. Also Gehirnkontrolle Raupen? Also normal ist das nicht, oder? Oder habt ihr schon mal eine Gehirnkontrolle Raupe irgendwie getroffen? Ich habe aber nicht davon gehört. Also es gibt vielleicht Parasiten, die das Gehirn zerfressen und dadurch irgendwas bewirken. Aber das ist ja nicht das gleiche, wie wenn man die Raupe abnimmt und alles ist wieder normal. Denke ich jedenfalls so ein bisschen. Hallo. Ach, komm du wieder her. Was bist du eigentlich? Ein Frosch, oder? Möchtest du Pilz? Na komm. Na komm. Oh. Komm doch her. Richtig. Jo, komm her. Hey, bleib doch da. Wie ein Hamster im Laufrad. Na, das wollen wir doch einfach mal ausnutzen, ne? Okay. Haben wir das Wetter echt gerade verändert oder ist das Zufall? Toll, jetzt wird die Gegend gleich noch viel schöner. Hey, da fühlt man sich doch gleich noch viel wohler. Will nicht nass werden. Finde ich doof. Wenn ich die Rohre da umfallen habe, ja, kann ich hier rüberspringen. Gut, dann machen wir das doch mal. Ja, lauf endlich voll. Dann mal tot. Und rüber. Wieso beginne ich hier? Werde ich darüber kommen? Traut ihr mir das zu?
Ihr werdet es im nächsten Part erfahren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.